Audio Now. Einen wunderschönen guten Morgen am Morgen danach. Hier ist der offizielle Podcast von Love Island, direkt von eurer Insel, auf der es gestern Abend hieß. Achtung, Tim. Bailando, bailando, amigos, adios, adios, es ist irgendwie so, ja. Luna war im Haus. Meine Damen und Herren, da war aber zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Stimmung, ne? Auf jeden Fall. Erstmal guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich muss sagen, Luna hat das großartig gemacht oder endlich mal ein bisschen Stimmung in die Bude gebracht hier. Genau das, was die Eiländer braucht. Man hatte kurz das Gefühl, danach war alles vergessen, was wir gestern Abend in der Stunde davor gesehen haben. Heieieiei. Tim und ich kommen mittlerweile, wenn wir uns hier sehen, in die Situation, dass wir uns in die Augen schauen und mittlerweile nur noch mit dem Kopf schütteln können, oder? Ja. Also was ist da los dieses Jahr? Da ist irgendwie der Wurm drin, kann man sagen, oder? Also ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. Das Drama geht weiter und geht weiter. Wir müssen natürlich sprechen über das, was Jennifer da veranstaltet hat mit Robin und mit Dennis. Wir müssen darüber sprechen, was Heike veranstaltet hat, obwohl sie ja eigentlich gar nichts veranstaltet hat, mit Dominik und Yannick. Und dann gibt es noch was Süßes zum Nachtisch, unser Tortenspiel gestern, das für... ja, die eine oder andere Begeisterung gesorgt hat, kann man sagen, ne? Ja, und für die eine oder andere Torte in Yannicks Gesicht. Ja, die Fotos sind im Netz angekommen und wir haben sehr viel Spaß damit. Ja, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir haben eine neue Granate. Ja. Aus der Stuttgarter Gegend. Ulmer haben wir gesagt. Ulmer Gegend sogar. Ulmer. Du kannst es viel besser mit dem Schwäbischen, weil es viel näher an deinem Wohnort liegt. Ja, aber ich glaube, wir lassen das lieber mit Schwäbisch, weil ich persönlich finde den Dialekt ganz schlimm. Ich bin auch froh, dass ich hoffentlich nicht so sehr Schwäbisch rede. Also ich gebe mein Bestes. Übrigens süß bei der Heike zu sehen, sie bemüht sich ja immer so ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen, ja. Verfällt dann aber, wenn es emotional wird, doch nochmal so ein bisschen ins Käsespätzlige. Vor allem, wenn dann noch diese Begriffe, diese englischen Begriffe dazukommen. Also dieses Arabian English, maximal unangenehm. Privilege Tweet, meinst du? Privilege Tweet. Wir müssen kurz Islander dazu sagen, wenn sich da ein Islander mal verliest, die sind aufgeregt, die stehen vor einer Menge von Menschen, die nur Badehose und Bikini tragen, plus eventuell in Entfernung, wissen sie, da sind auch nochmal 2, 3 Kameras im Spiel. Da kann man schon mal Konsonanten und Vokale verwechseln. Ja. Und sie haben das erste Mal seit Wochen wieder ein Handy in der Hand. Das und ja auch einen Text zum Lesen, ne? Stimmt. Was, bevor wir hier zum großen Heike-Dennifer-Villa-Spieldrama kommen, was macht man eigentlich, wenn man sich nicht unterhält in der Villa und keinen Sport macht? Das Tim, ist eine gute Frage. Du warst da ja auch mal 4 Wochen drin. Essen, essen, essen. Nee, jetzt mal im Ernst. Also. Nein, also es ist tatsächlich so, dass du natürlich nicht nur Freizeit hast. Also es gibt ja auch Pausen mittags, abends, die dann für alle gelten. Da sind auch immer Männer und Frauen getrennt, damit nichts irgendwie geheim gesprochen wird, was der Zuschauer nachher nicht sehen könnte, wenn die Kameras aus sind. Ist die sogenannte Happa-Happa-Zeit. Sozusagen, genau. Nee, und ansonsten ist es natürlich so, dass man schon hin und wieder mal einen Lagerkoller bekommt und dann mal so wie um den Pool einfach rennt oder sonst was macht. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich wie in so einer riesen WG, habe ich immer gesagt. Und man hat ja auch irgendwann, es ist ja quasi wie Familie dann. Ja. Also ja, es ist quasi wie eine große WG und man findet immer irgendwas zu tun. Also ansonsten wischt man mal feucht raus. Wir sind jetzt wenige Tage vorm Finale. Ich habe Tim heute auch die Frage gestellt, kann man da eigentlich das Wort Nachricht noch hören? Ja, und meine Antwort war, und die ist es jetzt wieder, ist irgendwann wie Hallo, Tschüss, Danke, Bitte. Also das ist quasi so der Grundwortschatz. Aber denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oder oh, jetzt kommt was Schönes? Es ist tatsächlich sehr, sehr situationsabhängig. Also es gibt schon Situationen, da denkst du, okay, gerade wenn es vielleicht gegen Abend, Paarungszeremonie geht oder du dann auch mal voten musst, dann denkst du schon, okay, es könnte jetzt irgendwie unangenehm werden. Aber meistens ist natürlich so, dass damit auch ein Spiel oder Ähnliches angekündigt wird und dann ist es ja eher was Lustiges und was Positives. Aber es gab, wie gesagt, tatsächlich auch Momente, da hätte man gerne auf Nachricht verzichten können. Apropos unangenehm. Yannick durfte nicht in die Private Suite. Das ist das große Ende von gestern Abend. Heike, die neue Granate, hat sich für Dominik entschieden, aber auf dem Weg dahin wurden natürlich erstmal Gespräche geführt.
Hast du Janiks Blick gesehen, als sie sich für Dominik entschieden hat? Nee, aber ich habe seinen siegessicheren Blick gesehen, kurz bevor sie gesagt hat, für wen sie sich entscheiden wird. Und das war fast noch ein bisschen schöner, weil er ist natürlich fest davon ausgegangen, dass sie sich jetzt den Janik schnappt und mit ihm im Whirlpool ihr Seepferdchen macht. Ja, aber du hattest es ja gerade schon angeteasert. Es gab natürlich verschiedene Gespräche, über die wir jetzt nochmal sprechen müssen. Angefangen hat alles mit quasi Heike und Franzi, die mal so ein bisschen die Fronten klären wollten. Franzi wollte so ein bisschen wissen, was los ist, aber vor allem Heike wollte wissen, wie die Lage zwischen Janik und Franzi aktuell aussieht. Und da haben die beiden ja sehr schnell gemerkt, dass sie nicht beide auf demselben Stand sind. Ja, denn offensichtlich hat Janik der Heike was ganz anderes gesagt als der Franzi. Bei der Heike klang das so, als wäre das mit der Franzi schon durch. Und die Franzi sagt, sie hat das vom Janik aber eher so verstanden, dass wir jetzt erstmal neutral sind und er die Heike einfach mal kennenlernt und auch noch Interesse an der Franzi hat. Ja, und der Janik hat ja sofort gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist, weil es ging ja auch das Gerücht in der Villa rum, dass er ein Player sei. Also welcher gemeine Eiländer kann denn sowas in die Welt setzen? Und Anschlussfrage, wie kommt der da drauf? Ja, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe aber in der Vorbereitung auf diesen Podcast die Folge natürlich nochmal angeschaut und dann ist mir aufgefallen, dass Andrina diejenige war, die das Wort Player oder Playboy in den Mund genommen hat. Ah. Also ich glaube, sie hat da so ein bisschen Feuer gelegt, ja. Wir sind uns aber einig, gute Taktik von Heike, da offen ins Gespräch mit Franzi zu gehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber auch gute Taktik von Janik, das Ganze zu crashen. Weil er eben erfährt, dass er für einen Player gehalten wird. Dennis steckt ihm das, glaube ich. Und dann dauert es gar nicht so lange und der Janik sitzt drüben mit den beiden Mädels auf der Couch und stellt mal klar, also wenn hier einer nicht playt, dann bin ich das. Ja, er hat ja auch gemeint, er will nicht zweigleisig, das tut mir so leid, dass ich lachen muss. Er hat ja auch gemeint, er will nicht zweigleisig fahren und so in diesem Gespräch. Also es war schon für mein Empfinden ein sehr unangenehmes Gespräch, aber er hat die beiden ja dann auch weiter sprechen lassen und hat das Ganze so ein bisschen auch später verschoben. Hat dann nochmal, nee, er hat sich gar nicht mehr mit den beiden ausgesprochen, weil eigentlich war die Sache ja dann irgendwo erledigt für Heike. Und da, finde ich, muss man auch ihr so ein bisschen Kompliment machen, weil sie hat ja gemeint, Janik war eigentlich der, der sie mehr gecatcht hat, aber Dominik hat ihr die Aufregung genommen, bei ihm fühlt sie sich wohler, da ist sie so ein bisschen angekommen. Ich finde die beiden sehr sympathisch zusammen. Im Gegensatz zu Franzi, die ja auch gestern Abend nochmal gesagt hat, ich mag den Janik und ich kann nicht sehen, wenn der traurig ist. Und zwei Sekunden davor kam noch einmal die böse Franzi durch und meinte so, ah, sie ist etwas schadenfroh, dass Janik nicht mehr in die Private Suite kann. Liebe Girls da draußen, die ihr diesen Podcast ja reichlich hört an diesem Freitagmorgen, der Begriff Selbstschutz ist eigentlich vor gewissen Typen da draußen eine ganz gute Idee. Und vielleicht müsste man Franzi auch nochmal sagen, dass sie da, wie sie ja selbst auch sagt, eigentlich mehr wert ist, oder? Ja, ich finde auch. Also ich fand schon ihre Aktion in der Private Suite sehr, sehr offensiv. Und dann hat er es ja wieder nicht erwidert. Und spätestens da hätte sie für meine Begriffe sagen sollen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Warum lässt sie das immer wieder mit sich machen? Ich meine, das große Ende haben wir gestern alle gesehen. Es gibt Fett-Torte für Janik ins Gesicht. Nicht eine Sprühdose, nicht zwei, gleich drei Sprühdosen sind auf dem Tortenboden gelandet, der anschließend mit einer ordentlichen Wucht auch im Gesicht von Janik gelandet ist. Aber danach fiel eben wieder dieser Satz, er tat mir leid. Ja, und danach wird sich auch wieder entschuldigt, dass man die Torte so ein bisschen zu fest ins Gesicht gedrückt hat. Und ich möchte doch dich lieber festdrücken. Was? Das wurde zum Glück nicht gesagt. Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Also ich finde irgendwann, ich meine, da muss man dann vielleicht Janik auch so ein bisschen in Schutz nehmen, auch wenn du mich jetzt ganz verwundert anguckst. Ja. Aber wenn er immer wieder darf, ja, und nie komplett auf die Schnauze fällt, dann denkt er vielleicht auch, okay, dann mache ich das einfach so weiter. Heißt natürlich nicht, dass es so richtig ist, um Gottes Willen, aber wir sind gespannt, wie es ausgeht. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt, was mit Dominik und Heike in der Privat-Suite passiert. Wir haben ja noch gehört, das darf ich vielleicht schon mal spoilern, liebe Podcast-Hörer, ihr solltet es ja auch immer mit einem kleinen Exklusivbonbon versehen bekommen von uns. Gestern Abend hieß es noch, als irgendjemand Dominik zuruft, geh in Whirlpool, noch, der ist gesperrt. Ich kann euch sagen, dass der Whirlpool für Heike und Dominik
nicht gesperrt war. Da weißt du schon mehr als ich. Ja, dann bin ich gespannt, was der Abend heute bringt. Love Island, 22.15 Uhr, RTL 2. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, wir hatten ja auch in dieser Staffel zum ersten Mal keine wirkliche sexuelle Annäherung. Wenn man das mal nur ganz kurz noch so in den Raum werfen darf. Naja, ist ja noch ein bisschen, ne? Ja, wir haben ja noch es ist Freitagmorgen, Montagabend ist das Finale. Also da lasse ich noch ein paar Schlüssel für die Previews mit nachmachen. Da schleusen wir noch ein bisschen was durch. Ja. Vielleicht ja sogar noch mal zum großen Versöhnungsfest Dennis und Jennifer, wobei die, glaube ich, nach dem Hin und Her ja gestern Abend unter der Bettdecke ein bisschen Wiedervereinigung gefeiert haben, oder? Das sogenannte Jennifer-Drama. Ja. Was für eine schöne, wie nennt man das, Alliteration? Ja, wenn zwei Konsonanten oder Vokale zu Beginn eines Wortes aufeinandertreffen. Ich finde es unfassbar, was wir hier für einen Mehrwert mit unserem Podcast bieten. Auch noch dürfen nie vergessen, es ist RTL 2 und nicht Arte. Ja, also was soll man dazu sagen? Diese ganze Situation wieder maximal cringe. Yes. Jennifer denkt sich nach einer Woche mit Dennis, ach, ich werde irgendwie im Kopf diesen Robin nicht los. Der Robin, der ja schon seit langer, langer Zeit zusammen ist mit der Isabel. Ja, was mache ich denn da? Ja, dann sage ich doch einfach mal dem Dennis, du, weißt du was? Ich würde jetzt mit dir erstmal Schluss machen, weil ich möchte den Robin kennenlernen, weiß aber noch gar nicht, ob der mich kennenlernen will. Haben wir hier schon im Podcast geklärt, eigentlich ein ehrlicher, cooler Move, weil sie hätte ja mit Dennis und Liebelei auch sauber durchsegeln können, wenn es gut läuft, bis ins Finale. Genau, aber wie du schon sagst, eigentlich, das heißt, da kommt doch was. Dann kommt nämlich dieses Gespräch mit ihr und Robin, wo Robin sagt, hey, ich finde es cool, dass du mir das so offen und ehrlich sagst. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich finde dich auch cool oder attraktiv, aber du bist einfach eine Woche zu spät dran. Daraufhin sagt sie, ja, okay, kann ich verstehen oder ist jetzt halt so gelaufen. Ja, dann lassen wir das mal so stehen. Trotzdem danke fürs Gespräch, ich fühle mich jetzt erleichtert und geht danach wieder zu Dennis. Und sagt, hey Dennis, also mir geht's jetzt besser damit, aber ich kann es nicht sehen, wie schlecht es dir geht. Aber ich wollte ihn ehrlich gesagt auch nur fragen. Und wenn der Robin gesagt hätte, ja Jennifer, ich möchte mit dir ein Couple sein, das hätte ja auch nicht geheißen, dass ich sofort auch ja gesagt hätte. Natürlich nicht. Leute. Und um die Sache noch richtig verrückt zu machen, bietet sich dann Isabel noch bei Dennis zur Gesprächstherapie an. Ich weiß, dass du im Moment schwach bist. Ich weiß, dass du für diesen Menschen Gefühle hast. Und wenn du für jemanden Gefühle hast, dann hast du eine scheiß rosarote Brille auf und lässt alles mit dir machen. Sie sagt das ja zu Dennis, weil sie, glaube ich, schon denkt, dass die Jennifer da nicht so ein ganz sauberes Spiel mit dem Kerl spielt, oder? Sie hat sich ja auch so ein bisschen gefeiert mit Andrina zusammen, weil die beiden das ja wohl schon im Gefühl hatten. Ja. Also Bauchgefühl seit Tag 1 war ja, dass das alles schon sehr, sehr rosig ist zwischen Jennifer und Dennis und da irgendwie, ja, was nicht ganz astral ist. Ja, sie sollten recht behalten. Wie hilfreich war jetzt dieses Ansagengespräch von Isabel für Dennis? Ich glaube nicht wirklich, oder? Aber ich muss sagen, diese eine Aussage von ihr hatte irgendwie was, weil sie hat einfach das ausgesprochen, was wir alle gedacht haben. Aber darf ich eins sagen, was ich witzig finde? Aber sei mir nicht böse. Aber weißt, die ganze Zeit, ne, all die Frauen, immer ging es dir zu schnell, ne? Und dann eine, die letzte, sagt genau diesen Satz zu dir. Und da haben wir auch alle sehr gelacht. Und zwar genau so. Ja, aber es ist ja auch die Wahrheit. Ja, es ist die Wahrheit, genau wie anschließend der Expertenrat, den Yannick Robin gegeben hat. Da ist keine Chance mehr, weil er fühlt sich einfach dermaßen verarscht und ich auch. Ich würde dir kein Wort mehr glauben. Kein Wort mehr. Ja. Gut, dass Yannick sich da jetzt auch nochmal eingemischt hat, oder? Ich glaube, seine Meinung hat uns alle brennend interessiert. Und man muss ihm aber lassen, hier spricht er das erste Mal Klartext. Ja, das stimmt. Nur leider geht es nicht um seine Person in diesem Fall. Ja, aber ist es so, dass wir Jennifer kein Wort mehr glauben können?
Ich finde die ganze Situation einfach sehr, sehr unglücklich. Also an Dennis' Stelle wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, würde schauen, ob was von ihr kommt, wirklich auch nach der Show dann, klar, im normalen Leben dann wieder. Du, Tim, aber er hat ja, glaube ich, 2 Sekunden nachgedacht und hat dann gesagt, ach, dann ist ja alles nicht so schlimm, komm, ab ins Bett. Wollen wir jetzt knutschen? Möchtest du küssen? So, sie sagt nichts, sie guckt ihn einfach nur an. Zack, bumm, Schnitt, wir sehen die beiden unter einer Bettdecke. Ja, also ehrlich gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, oder? Wenn dir jemand so quasi einen Korb gibt, man kann es ja nicht anders sagen. Der war ja gebrochen am Abend davor. Ja, und er hat ja dann auch so Sachen gesagt wie, dann reiche ich hier nicht aus und wenn du nach einer Woche sowas denkst und denkst du auch an den anderen, während wir rummachen und so weiter, also. Aber, auch das haben wir schon gesagt, Jennifer als studierende, angehende Psychologin weiß natürlich auch einfach, wie man ein gutes Gespräch führt. Und Das hat sie ja mit Dennis auf dem Daybed getan. Das stimmt. Und dann muss man es ihr lassen, dass sie das wohl für ihre Begriffe wieder irgendwie gerade gebogen hat. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ankommt bei unseren Zuschauern und ob die beiden auf Love Island jetzt nochmal angreifen können in Bezug auf Finale. Aber gut, das werden wir sehen. Noch kann ja einiges passieren hier. So, dann hat gestern, wie jedes Mal bei Love Island, einmal in der Staffel der Konditor vorbeigeschaut, hat uns ein paar Tortenböden abgeliefert und hat netterweise auch noch ein bisschen Sprühsahne dagelassen in zauberschönen Farben wie Himmelblau und Schweinchenrosa. Und diese Torten sind in den Gesichtern der Islander gelandet und zwar in den Gesichtern der Islander, von denen sich die anderen Islander etwas genervt fühlen. Spitzenreiter im Tortenranking war... Sehr überraschend, Yannick, mit gleich 3 Torten von 3 verschiedenen Damen. Und zwar von Franziska, von Jennifer und von Andrina. Wobei die von Jennifer schon eine ganz gewaltige Wucht hatte. Ja, quasi mit Anlauf und ich habe kurz gedacht, da könnte vielleicht das Nasenbein auch noch etwas in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber ich glaube, er hat es alles gut überstanden, deswegen, ja. Aber nochmal, sorry, dass ich wieder damit anfange. Merkt Yannick langsam, dass sein Verhalten nicht ganz cool war? Ja, ich weiß nicht, müssen wir ihn fragen. Ja, also, was will man dazu sagen? Man kann einfach nur hoffen, dass irgendwann die Selbstreflexion einsetzt. Ja. Aber vielleicht ist man da drin, das wirst du besser beurteilen können, auch einfach nur in so einem Film, den man fährt. Und merkt dann auch gar nicht mehr, dass man eigentlich an irgendeiner Stelle mal zurückrudern möchte oder müsste. Ja, ich finde es einfach komisch, dass er sich vom einen ins andere Unglück stürzt. Mir tut es auch ehrlich gesagt so ein bisschen leid, weil wirklich ganz am Anfang war er mir einer der sympathischsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber je länger die Show geht, ja, es ist echt so eine never-ending Story. Und das Ganze zieht sich durch wie so ein roter Faden. Also es ist irgendwie... etwas traurig. Aber die Frage der Fragen, wem hättest du denn deine Torte gegeben? Wem ich die Torte gegeben hätte? Ja, also das klingt jetzt total doof und ich hasse es, irgendwie so ein Bashing zu betreiben, ne? Aber ja, die wäre bei mir wahrscheinlich auch im Gesicht von Yannick gelandet. Vielleicht ein bisschen zärtlicher und ein bisschen zurückhaltender. Aber ja, das geht halt einfach nicht, wenn man sich nicht committen kann und wenn man mit Menschen und mit Herzen spielt, das ist irgendwie nicht so schön. Das stimmt. Also einigen wir uns darauf, er sollte einfach etwas an seiner Entscheidungsfähigkeit arbeiten und dann sind wir alle etwas happier. Geeinigt haben wir uns auch darauf, dass das mit Franzi und Yannick nichts mehr wird, zumindest nach dem, was Franzi hier gesagt hat. Ich muss jetzt einfach mal wirklich Krönchen richten und weitermachen. Ich brauche einen Mann. Und ich brauche einen Mann, der weiß, was er will, was er an mir hat und das auch wertschätzt. Gut gesprochen, aber wie gesagt, kurz danach fiel der Satz, Yannick tut mir halt leid und ich mag ihn sehr. Ja, was soll man dazu sagen? Da dachte ich, sie ist sehr gefasst und hat damit endgültig abgeschlossen, aber dem war nicht so. Gäbe es denn einen Mann in der Villa, der frei wäre im Herzen, der Franzi noch an die Hand nehmen könnte Richtung Finale? Ach, lass mich mal hier kurz durchblättern. Wir haben ja tatsächlich unsere Mo's, den Maurice oder? Haben wir noch. Ja. Wir also Mo, muss ich sagen, wird mir auch immer sympathischer. Ja, nicht nur frisurentechnisch, sondern... Also da hat er sich auch absolut ins Zeug gelegt. Der Preis für die beste Frisur geht auf jeden Fall schon mal an ihn. Ja. Ich finde auch Michael ganz cool, oder? Ja, ich finde, ich höre im Augenblick noch zu wenig von ihm.
Aber vielleicht geht es noch etwas. Ja, so ungefähr. Ansonsten, also ist ja jetzt auch nicht so, dass Franzi irgendwie eine Frau ist, die nicht gut ankommt oder so. Im Gegenteil, ich meine, die Jungs haben ja schon auch Interesse. Ich glaube auch Mo fand sie ganz cool. Aber, ja, wie du schon gesagt hattest, sie hängt einfach noch immer so ein bisschen an Yannick und ich glaube, es wird schwierig für sie noch so kurz vor dem Finale, sich nochmal auf jemand Neues einzulassen. So, und weil wir euch jetzt kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag nicht mit so hoffnungslosen Gedanken alleine lassen wollen, gibt es jetzt am Freitagmorgen nicht nur den Hinweis, dass ihr bitte nochmal am Sonntag an die Wahlurne marschiert, wenn ihr noch nicht wisst, wer eure Stimme bekommen soll. Es gibt den Wahlomaten, der macht das ganz fantastisch und liefert euch einen Anreiz. Und wir beide haben natürlich auch schon gewählt per Briefwahl, vorbildlich, wie wir hier sind. Aber jetzt kommen die schönen Momente am Freitagmorgen. Ja, das Schlusswort. Ich glaube, es gehört heute Martin, oder? Ja, ich glaube, es gehört im Herz von Andrina, ausgesprochen von Martin. Ich bin so glücklich. Und wirklich, ich versuche wirklich richtig gut für dich zu sein. Ich würde wirklich alles dafür tun. So, Leute. Ich bin echt in Tränen sehr nahe. So schön würden es Armin Laschet und Olaf Scholz niemals sagen können. Ich glaube, Annalena Baerbock auch nicht, oder? Ja. Das schafft nur Martin, wenn er Andrina tief auf dem Daybed nach Sonnenuntergang in die Augen schaut. Ja, es gibt doch noch Liebe auf Love Island. Es gibt doch noch Hoffnung. Und das Beste ist, egal wie die Wahl am Sonntag ausgehen wird, wir werden am Montag trotzdem ein neues Love Island Siegercouple haben. Wir hören uns wieder am Montagmorgen, wünschen euch ein fantastisches Wochenende und vor allen Dingen heute Abend um 22.15 Uhr eine ganz tolle Folge mit ganz viel Whirlpool. Und natürlich wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr eine Bewertung da lasst, einen Kommentar bei dem Podcast-Dealer eures Vertrauens, Audio Now, Spotify, Apple, wie auch immer. Und dann freuen wir uns auf euch am Montagmorgen. Habt ein schönes Wochenende. Adios. Adios. Fiesta, fiesta noche. Mia. Audio Now.